Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is You! In der letzten Folge haben wir ein bisschen was geschafft, die 5 allerdings nicht, die haben wir aber schon seit 2 Folgen in der Mache hier. Und die Nicole hat mir deswegen, weil sie gemerkt hat, ja hier, der Dizzy hat da Probleme und ist blöd, hat sie mir eine Lösung geschickt bei Instagram, nachdem sie auch erstmal 4-5 Versuche geschrieben hatte. Apropos geschrieben, sie hat es tatsächlich nämlich einfach auf ein Blatt Papier geschrieben und jetzt muss ich mal kurz aus dem Gedächtnis wissen, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Ich glaube, sie hat erst gesagt, also dieses Hasbox, das hatte ich schon richtig, dass Barbara auf jeden Fall eine Box haben muss und auch, dass wir auf jeden Fall die Box sein müssen, sobald wir sterben. Also Barbara muss auf jeden Fall eine Box haben und auch weak sein. Und während wir... Genau, weak. Und während wir sterben durch das weak sein, müssen wir auch gleichzeitig noch die Box sein. So, das war der erste Schritt, den habe ich mir auch gemerkt. So, der zweite Schritt war dann quasi, dass man als Barbara stirbt. Dann ist man nämlich die Box, kann die Box bewegen. So, Box ist nicht weak. Jetzt soll ich nämlich machen, dass ich die Box bin. Heißt, wir packen die Box hier rein. Jetzt sind wir die Box, aber in dieser senkrechten hier. Ne, in der waagerechten. Das ist waagerecht, Leute. Senkrecht ist nach oben. Genau. So, Box ist jetzt you and weak. Das heißt, wir können dieses Box hier wegnehmen. Aber wie war das jetzt? Wir müssen jetzt, glaube ich, ein Schlüssel werden. Sie hat das so schön in drei Kategorien gebracht. Erst Box werden, dann Key werden und dann mit dem Key da durchgehen und während man stirbt, wieder zur Box werden. So, das waren die drei Schritte. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das nochmal hinbekomme. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall machen, dass die Box einen Schlüssel hat, oder? Genau, Box has Key und wir müssen der Schlüssel werden. Das heißt irgendwie so, denke ich mal. Wenn das wirklich funktioniert. Also es hat sich auf dem Papier sehr gut angehört, was sie da geschrieben hat. Von daher vertraue ich einfach mal. Und das sollte es jetzt schon sein, oder? Box has key. Das heißt, wenn wir sterben, werden wir ein Schlüssel und wir sind aber auch der Schlüssel. Und jetzt müssen wir noch machen, dass wenn wir da durchgehen, der Key eine Box hat. Also das einfach nur auf die andere Seite schieben. Ist an sich gar nicht so schwer, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber irgendwie habe ich nichts hinbekommen. Cool! Nein, was? Ach, weil wir weak sind. Okay. Okay, man, wieso darf man denn nicht auf diese komischen Dinger hier, auf diese Platten? Das ist ja richtig dumm. Oh, danke. Danke, Nicole, dass du mir das geschrieben hast. Ich habe mir nur deine 3 Schritte da gemerkt, aber mit denen war das echt nice. Ich hatte davor auch ein bisschen rumprobiert und dann musste ich dir mal sagen, nee, wir haben nur einen Schlüssel und wir haben nur ein Ad und was weiß ich. Aber sie hat nicht aufgegeben. Finde ich richtig cool, dass sie sich da so reinhängt. Also, ja, nice. Und wir machen das erste Bonuslevel. Haben wir da schon mal reingeguckt? Ich bin mir nicht so sicher. Haben wir noch nicht reingeguckt. Wow. Wer sind wir? Wir sind Keke. Okay. Wall is stopped. Baba is Baba and defeat. Okay, wir dürfen den Baba nicht berühren, sonst sind wir tot. Baba bewegt sich auf jeden Fall. Wir können Baba pushen. Damit hat das garantiert auch was zu tun. Dass er irgendwie an der richtigen Stelle hingehen muss. Keke is you. Flag is win. Wieso können wir da nicht rüber? Ach, Grass is defeat. Mhm. Okay, habe ich verstanden. Können wir nicht einfach sagen, Keke is win? Während wir sind? Keke is win, Keke is you. Keke is Fleck is win? Also man hätte Keke is Fleck is win machen können mit diesen drei Barbers, dass die da einfach alles drei rüberschieben gleichzeitig. Aber da ist leider eine Wall und die verhindert das. Dann wird das Jude einfach stecken bleiben. Das ist natürlich blöd. Sonst hätten wir es einfach darüber schubsen können. Na gut, dann müssen wir wohl irgendwas anderes machen. Also der Keke kann sich bewegen, wir können den umher schubsen. Wir können aber auch zum Barber werden. Bringt uns auch nichts, weil Grass trotzdem defeat ist. Also ich glaube schon, dass wir Keke bleiben müssen. Aber was können wir denn wegschieben? Beziehungsweise was können wir rüberschieben? Wir können tatsächlich Kekes Ju rüberschieben und wir könnten auch dieses... Ist hier mit rüberschieben, irgendwie. Allerdings muss das dann wieder mit dem Move hier sein. Oder aber wir können auch... Ich glaube, wir können einfach die Barbers nehmen. Genau, so. Die kann man nämlich auch übereinander, also so eine Reihe hier bilden. Und wenn wir jetzt vor den Barbers noch ein paar Wörter spannen, dann könnte das bestimmt gut werden. So, hier Barber ist... Ja, von mir aus können die auch moven. Die müssen sich ja nicht bewegen. Also wir müssen die nicht eigenständig darüber pushen, sondern die müssen einfach nur
Barbaras Move darüber pushen. Was bringt uns das denn dann eigentlich? Wir müssen halt sagen, Barbar ist Flag. Barbar ist Flag, das wär's doch. Wenn wir hinbekommen, dass Barbar Flag ist, das wär toll. Aber wir kriegen Barbar nicht zum Moven, ohne das Barbar hier wegzunehmen. Also ich möchte jetzt eigentlich Barbar ist Flag hier machen, aber wenn ich das darüber pushe. Ich kann ja die. Ups. Ach, die sind auch defeat, ja, nice. Ach, Barbar ist auch defeat. Dann können wir ja eh nicht machen, dass der Win ist, oder? Also wenn die das jetzt darüber pushen, bringt uns das absolut gar nichts. Ja, tötet mich. Ach ja. Okay, also die Barbars müssen sich auf jeden Fall bewegen, während die hier. Hä? Wieso hat er denn jetzt schon so schnell da das Flag hingeschoben? Also ich denke mal, der hier unten darf auf jeden Fall das Flag nicht so schnell umherschieben. Die Wall ist stopped, das heißt, die können sie auch nicht umherschieben. Wir können sagen, Barbar ist Grass. Grass ist Barbar, können wir nicht sagen. Können wir irgendwas mit dem Rasen machen? Irgendwie Grass ist Move oder so? And, haben wir ein And? Ne, wir haben auch kein And. Ist Move, können wir aber sagen. Wir können doch irgendwie bestimmt sagen, Fleck ist Move? Was kriegen wir nicht darüber, ne? Das müsste ja dann. Ne, von unten müsste das kommen. Das geht sowieso nicht. Okay. Dann sagen wir, Barbar ist Flag. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Barbar ist Flag. Bringt es aber auch nichts, weil ja Barbar trotzdem Defeat ist. Und Barbar ist auch immer noch Barbar. Das heißt, Barbar kann nicht mal zum Keke werden. Aber Keke könnte zum Barbar werden. Oder sind wir aber trotzdem tot? Was ist denn, wenn wir Barbar sind? Dann sind wir einfach tot, oder? Barbar ist. Ach so, aber weil Barbar Defeat ist, sterben wir natürlich. Okay, interessant. Okay. Das heißt, wir sagen, Barbar ist Move, Barbar ist Push. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Is frei. Is Move haben wir. Aber Flag ist Move können wir nicht machen. Grass ist Move geht auch nicht. Barbar at Defeat. Bringt alles nix. Keke ist You. Keke ist Move. Also wir können sagen, Keke ist Move. Dann bewegen wir uns schon mal zwei Dinger immer. Das ist doch schon mal ganz schön. Wäre das hier jetzt nicht zwei Teils lang hier, dass da der Grasen hier, dann wären wir richtig gut unterwegs. Kriegen wir das irgendwie hin, drei Dinger hier zu hüpfen? Ich glaube nicht. Und was ist, wenn wir sagen, dass ein Barbar einfach da rüber geht? Und wenn er dann drüben ist, dann werden wir zum Barbar? Also wahrscheinlich sind wir dann einfach tot. Jetzt ist er auf der Flagge drauf. Jetzt ist er auf der Flagge drauf, aber dann sind wir sofort tot, weil Barbar defeat ist. Geht also auch nicht. Und wenn wir Barbar sind, dann sind wir einfach tot. Sonst wäre das natürlich super einfach. Macht aber auch nichts, wenn er gleich auf der Flagge steht. Das Defeat kommt, bevor wir den Flaggensound bekommen. Aber geht vielleicht das Keke is you is win? Aber wir kriegen nicht vier Dinger rüber. Wir können ja nur drei Teile rüber pushen. Weil das wird eigentlich gehen, oder? Keke is you is win? Wird gehen, aber die pushen halt nicht alles rüber. Sondern nur, ich kann ja nur drei Dinger hier pushen. Wenn ich die vier Dinger einfach da rüber pushe, dann hätte ich ja schon gewonnen. Wenn ich die gleichzeitig darüber pushe. Keke ist Win. Wir können nicht zum Barbar werden, weil wir sofort sterben. Aber können wir vielleicht irgendwie sagen, dass die Barbars das Keke ist You auf jeden Fall rüberschieben? Dann kommen sie wieder zurück. Und dann passiert irgendwas. Oh, diese blöden Welle da auf der anderen Seite nerven. Aber das können wir ja mal probieren. Wir sagen, wir pushen hier die Barbars, dass die einmal gleichzeitig das Keke is You rüber pushen.
So, dann pushen die das schon mal darüber. Das ist auch schon mal schön. Dann liegt das da hinten an der Wand. Und jetzt müssen wir ja nur noch Win werden. Aber das Flag ist Win ist halt an der falschen Stelle, Leute. Jetzt ist das drüben. Jetzt können wir sagen... Ich krieg das ja auch nicht hoch, dieses Flag ist Win und überhaupt. Leute. Aber so wird das irgendwie sein. Müssen wir den Barbers darüber, und zwar dieses Keki is You muss darüber. Und wir müssen, glaube ich, wirklich machen, Keki is You is Win. Wenn das überhaupt geht. Warte, geht das? Geht Keki is You is irgendwas? Wenn das nämlich nicht geht, dann bringt das ja alles nichts. Das muss ich ja mal ausprobieren. Das geht nicht mal! Wie, Keki is You is Win geht nicht. Also wenn das hier schon nicht geht, dann geht auch Keki is You is Win nicht. Sondern... Es muss wirklich sein, hier so, Keki ist Move, damit das überhaupt funktioniert mit dem Move. Das ist ja super lame. Es bringt uns aber auch nichts, wenn nur Barber Win ist, weil Barber ist trotzdem Defeat. Wenn wir dann auf ihn raufgehen, dann sind wir tot. Das heißt, Keki muss zur Flagge werden und gleichzeitig Win sein. Nee, wir müssen zur Flagge werden. Flag is You muss das sein, aber kriegt man ja nicht hin, weil... Warte, kann man hier runter? Nee. Kriegt man nicht hin, weil da diese Wall ist. Ja, gar kein Plan, Leute. Wir gehen zurück zur Map. Das Spiel ist zu blöd. Wir gehen in ein neues Areal rein. Blöde Bonus-Level. Ich glaube, die lasse ich jetzt allgemein erstmal aus. Die sind doof. Gut, was war 3? Da gehen wir jetzt in den Space, gell? Nee, wo gehen wir denn hin? Gehen wir hier unten hin? Hallo? Howest of Fall. Ja, ja, der Herbst. Der Herbstwald. Hopp, Nummer 1. Kann ja nicht so schwer sein. Hopp, hopp, hopp. Okidoki, wir können warten. Water is defeat. Schönes Water. Oh, die Musik gefällt mir sehr gut. Hier gibt's Zäune, Leute. Fence is stop. Baba is you. Flag is win. Love is... Tele? Love is Tele? Ach, ein Teleporter! Lul. Nein! Oh nee, bitte keine Teleporter! Wieso denn Teleporter? Oh nein, dadurch hebt sich das Spiel auf eine ganz andere Ebene. OMG. Okay, kann man... Sachen da... Oh ja, das geht tatsächlich. So, so. Okay, man kann Text teleporten. Das ist doch schon mal ganz interessant. Wenn ich den da drauf lasse, wird er dann die ganze Zeit teleportet? Vermutlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es gerade nicht ausprobieren. Wir werden das irgendwann nochmal rauskriegen. Gut, also wir können uns teleporten. Wir können sagen, Love ist auf jeden Fall Push. Allerdings müssen wir das machen, während wir dann trotzdem noch an das Tele rankommen. Jetzt können wir das Love pushen. Und zwar können wir das eventuell da durchpushen. So. Wir pushen das da durch. Und jetzt sagen wir, Love is Tele. Jetzt ist die Flagge da drin. Okay, es wird also immer wieder hin und her geschoben. Aber jetzt ist blöd, weil jetzt komme ich ja nicht mehr an das Ding da ran. Ja. Also das war falsch. Oder, warte, können wir das Love nochmal pushen? Wenn wir sagen, Love ist Push und wir müssen das einfach nur so abpassen, dass... Ach so. Warte, nochmal zurück. Wir müssen das Love ist wegnehmen. Also das darf kein Teleporter mehr sein, während die Flagge auf der linken Seite ist. Genau so. Und dann sagen wir Love is Push. Jetzt schieben wir das Love darüber. Aber Love ist jetzt nicht mehr Tele. Hey, muss die Flagge doch auf der rechten Seite sein? Moment. Oh, Love is Push. Aber die Flagge ist ja trotzdem nicht Push, ist die Sache, Leute. Die Flagge ist ja trotzdem nicht Push. Nee, das ist alles falsch hier. Oh mein Gott, ich komme schon wieder überhaupt nicht voran. Also das Push muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Das ist ja wohl schon mal klar. Finde ich irgendwie witzig mit den Teleportern. Okay, wenn schon kein Portal 3 rauskommt, dann braucht man halt Baba is You, gell? Wie kriegen wir jetzt die Flagge da raus? Können wir sagen, Flag ist Push? Nein, Flag ist einfach nur Win und Fans ist Stop. Das heißt, da kommen wir überhaupt nicht durch. Wir können nur mit diesen Love ist Tele und Love ist Push arbeiten. Und das wird irgendwie so sein, dass wir die Flagge da raushebeln müssen, während wir aber
Love auch irgendwo hinpacken. Wir haben halt auch nur ein Is, gell? So, jetzt ist Love Push. Wir haben eine Liebe. Wir können die Liebe da rein pushen. Das haben wir aber eben schon gemacht. Das hat nicht so viel gebracht. Außer, wir kommen irgendwie an den zweiten, an das zweite Love ran. Heißt, wir werden machen, tun. Ich habe absolut keinen Plan, Leute. Wenn ich da reingehe, bin ich tot, weil Wasser defeat ist. Love is push. So, jetzt ist das hier unten. Ich meine, wir können... Können wir das nicht jetzt einfach da rein pushen? Denke ich wieder zu kompliziert? Wir pushen das da... Geht auch... Doch, das geht. Wir pushen das da... Ja, hey! Ich bin ja richtig blöd. Nee, ich komme da doch noch... Ich komme da trotzdem nicht rein. Wir müssen ja irgendwie hinbekommen, dass Love wieder Tele ist, sobald wir das da rausgepusht haben. Aber wenn Love jetzt wieder Push ist... Wie kriege ich das denn dann hin, dass das... Aua. Okay. Ach lol, der teleportet sogar das Wasser mit. Das ist ja super interessant. Okay, das wusste ich nicht. Der teleportet einfach alles mit, was auf ihn drauf ist, sogar das Wasser. Okay, das war wieder mehr Glück als Verstand, aber solange es funktioniert, habe ich da nichts gegen. Grandstream! Ist das hier One Piece oder was? Okay, Keke ist Move und wir haben einen Schlüssel dabei, der anscheinend an uns ranklebt. Nee. Hä, wieso ist denn... Ah, hier Key ist Pull. Guck mal, Leute, wir können den Schlüssel pullen. Allerdings... Hä? Ah ja. Ah, so funktioniert das. Der folgt dann immer, allerdings nicht über... Also nicht... Nur so lange, bis man sich einmal davon wegbewegt. Es gibt also doch Pull. Sehr interessant. Okay, wir sind also Baba, Key ist open. Key ist auch Pull. Kiki ist Move. Water ist tot. Flak ist Win. Box ist Flak. Ach, Box has Flak. Box has Flak, ist dann Box vielleicht auch Shut? Haben wir überhaupt irgendwas Shut? Ja, Box ist Shut. Heißt, wir müssen diesen Schlüssel auf jeden Fall zur Box bringen. Machen wir das auch einfach mal. Komm mit, Kleiderschlüssel. Wie kriege ich dich denn da jetzt rüber? Leute. Key ist nicht mehr Pull. Sondern... Key ist Keke. Keke ist Key. Keke ist Key? Geht das? Irgendwie? Keke, hör auf zu moven. Du sollst ein Key sein. Keke ist einfach der Key. Und der Key ist Pull. Und jetzt ziehen wir den Schlüssel hier mit. Komm mit, Kleiderschlüssel. Machen damit die Kiste auf. Und die Kiste hat eine Fleck und die ist Win. Ja, easy. Die wollen einen immer reinlegen mit den ganzen Sachen hier. Wir brauchen gar nicht diesen blöden Schlüssel da unten. Sowas Blödes. Egal. Rocky Road. Der Keke da. Der Keke. Rocky Road. Oh, Leaf. Es gibt Leaves. Es gibt Foliage. Und das ist Defeat. Ich like das. Rock ist Tele. Rock ist Tele. Achso, aber Rock ist auch Push. Das heißt, das Push kommt weg. Dann können wir darüber. Water ist garantiert tot. Melt and Defeat sogar. Und der Rock ist aber hot, Leute. Hier. Oh. Ey, wir müssen darüber, aber während der Rock Push ist. Oder danach muss der Rock Push werden. Okay, wir sagen, wir schieben das darüber. Ja, ja, ja. Moment, nee, 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 nee. Zurück hier. Wir haben ja einen Teleporter, Leute. Wir können ja einfach das Push darüber schicken. Aber das Push schon mal da drüben. So, jetzt holen wir uns das Is noch rüber. So, haben wir die Kacke schon mal da drüben. Das finde ich schon mal ganz toll. Jetzt muss das auch noch irgendwie rüber, aber so, dass wir uns trotzdem noch teleporten können. Der Rock ist Teleport. Wir haben jetzt das ist Push hier drüben, das ist toll. Okay, also mit dem Stein können wir gar nichts machen. Wir brauchen schon noch andere Sachen. Wall is Stop? Ja, Wall is Stop, schade. Also wir können das Tele darüber schicken. Bringt uns halt gar nichts. Wir können auch sagen, Rock ist Tele, dann kommen wir darüber. Wir können das Ding da durchschieben, dann können wir hier immer noch rüber.
aber bringt uns halt original gar nichts. Vielleicht muss das Ispush doch nicht darüber. Vielleicht müssen wir erst den Stein irgendwo hinschieben. Warum auch immer. Also es ist klar, dass der Stein in das Wasser reingepusht werden muss und dann hat man schon gewonnen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem ganzen Kram? Ups. Okay, so, das Push ist drüben, das ist es drüben. Aber, und dann können wir noch den Rock rüberpacken. Aber dann ist der Rock... Nee, was können wir genau machen? Wenn wir jetzt das Rock rüber teleporten, was nicht geht, weil Teleport ist sofort nicht mehr irgendwas. Also ich glaube, wir müssen was rüber teleporten und dann muss das, was rüber geportet wurde, wieder ist Tele sein oder so. Aber ich kann es nicht rüber teleporten, ohne dass irgendwas ist. Es sei denn, warte, können wir das Rock ist Tele darüber schubsen? Schon, oder? Das ist Tele zumindest. Also das Tele können wir rüber schubsen. Bringt uns das was? Nicht so wirklich, oder? Ich meine, wenn wir hier raufgehen, dann sind wir tot. Und wir können das wieder zurückschieben. Yay. Wir können das push hier durchschicken, dann haben wir es auf der Seite. Dann bringt das auch alles gar nichts. Ist Text irgendwas? Nee, ne? Oh, das sind so blöde Level alles. Boah, mein Kopf. Also wir können den Stein schieben. Können wir den Stein in den Stein reinschieben oder so? Oder teleport... Moment! Der teleportet doch auch... Genau, der teleportet doch auch die Follikels hier. Und das die ganze Zeit. Aber die sind auch defeat. Jetzt müssen wir nur den Stein da irgendwie durchpushen. Und zwar mit den Istele, würde ich sagen. So. Wir schubsen das darüber. Jetzt wird der Rock wieder ein Teleporter. Was uns nichts bringt, weil der schon so ein Follikel-Dingsbums hat. Aber so wird das sein. Ich glaube, ein Stein, also nicht ein Stein, sondern einer dieser Steine hier, muss die Dinger nehmen. Während der jetzt da drüben ist, packen wir das Tele weg. Wenn wir jetzt darauf gehen, ach so. Ich glaube, wir müssen irgendwie die Blätter hier wegbekommen. Und das geht nur mit dem Tele. So hat er jetzt natürlich endlos viele von den Blättern. Ich will eigentlich, dass nur ein Stein beide Blätter hat. Versteht ihr, Leute? Versteht ihr das? So, du hast ein Blatt. Und der geht jetzt immer hin und her. Wir können darüber gehen, wenn Rock nicht mehr push ist. Dann sind wir jetzt hier. Okay. Wir können den weiter pushen. Und dürfen immer nur dann pushen. Wir dürfen immer nur dann pushen, wenn der da drüben ist. Aber jetzt haben wir wieder beide. Aber der, wieso hinterlässt er denn den einen hier wieder? Das verstehe ich nicht. Ich meine, guck mal, auf dem Stein vor uns ist Papier. So, das wird darüber teleportet. Jetzt ist hier kein Papier mehr. Kein Blatt mehr auf unserem Stein. Aber wenn ich den jetzt dahin pushe, wieso ist dann unter uns wieder Blatt? Ich glaube, ich bin schon voll nah dran irgendwie. Wenn wir sagen, so, jetzt ist das Ding da drüben. Jetzt sagen wir, wir pushen den Rock ein weiter. Zack. Nee. Das muss passieren, während... Oh Mann, Brain, please. Während das... Mann! So, Zeug ist drüben. Wir sagen, Teleport soll aufhören, wenn die Blätter hier vorne sind. So, Blätter sind hier vorne. Wir pushen den Kack ein weiter. Ja? Wir pushen den Kack ein weiter. Er nimmt... Hat er die... Nee, er hat die Blätter jetzt nicht mitgenommen.
Ich will, dass er beide Blätter mitnimmt. Macht er aber nicht, Leute. Die schicken sich immer nur zwei Blätter hin und her, die blöden Säcke hier. Guck mal, aber der eine hat jetzt zum Beispiel keinen mehr. Aber ich sterbe ja trotzdem so. Hä? Jetzt haben wir das Tele schon mal da drüben, Leute. Cool. Gefällt mir soweit. Und dann können wir doch bestimmt mit dem Push das da alles rüberschicken, oder? Also man kann das Tele auf die andere Seite packen. Indem man sagt, dass der Rock Tele ist. Scheiße. Während der Rock aber nicht Push ist. Also Rock ist nicht Push, sondern Rock ist Tele. Jetzt ist das Tele da drüben. Jetzt können wir sagen, Rock ist Push. Nein, wir können sagen, Push ist Rock. Also der Rock ist hier völlig egal, glaube ich. Wir schieben... Das langt aber nicht, ne? Der langt mal wieder nicht. Wir müssen einfach nur hinbekommen, dass Rock jetzt wieder der Tele ist. Aber ich krieg das nicht hin. Naja, an sich ist das doch eigentlich ganz einfach, oder? Wir müssen einfach nur rüberkommen und dann sagen, während wir drüben sind, dann muss der Rock wieder Push sein. So, jetzt ist der Rock wieder Push. Aber still Tele. Doch, ich kann ihn schieben, Leute. Ich kann ihn immer einschieben. Ah, ja, danke! Nein, lass mich rüber. Oh, danke. Meine Güte, war doch gar nicht so schwer. War doch gar nicht so schwer. Nicht so schwer, Leute. Nicht so schwer. Gut, da das nächste Level garantiert wieder viel zu schwer sein wird, ich höre jetzt hier auf. Mein Gehirn ist schon wieder am rumzicken. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten, wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.